Wir fangen erstmal an mit Road to Legend. So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Beim letzten Mal. Oh. Ein paar Beledigungsschlüssel haben wir bekommen. Das ist relativ schön. Beim letzten Mal. Habe ich lange nicht mehr reingeguckt bei der Reise beim letzten Mal. Sollte man hin und wieder machen, weil man das nicht automatisch kriegt, ne? Beim letzten Mal haben wir die Fraktionsherausforderung gemacht für die nördlichen Königreiche. Das heißt, wir haben ein bisschen nördliche Königreiche wieder gespielt. Und jetzt wollen wir wieder ein bisschen Skellige spielen. Ja, momentan ist es ein bisschen matt leider. Aber ich hoffe mal, dass das wird. Ich hoffe mal, dass das echt noch wird. So, und für Skellige gibt es momentan nichts, was wir großartig austauschen könnten, beziehungsweise was ich hier noch reinnehmen wollen würde, gerade. Wir haben zwar einen Priester und so, wir haben Schiffe und so, das ist alles ganz toll. Aber das Skellige Deck ist momentan, glaube ich, das beste Skellige Deck, was wir haben können mit den Karten, die wir haben. Wir werden heute wieder ein paar Runden Skellige spielen, einfach weil wir diese Fraktion noch gar nicht so lange gespielt haben. Und werden dann aber wechseln zu unserer nächsten Fraktion. Und die Frage ist, was wird unsere nächste Fraktion sein? Das könnt ihr entscheiden. Wollen wir Nilfgaard spielen? Oder wollen wir Scoyard Held spielen? Das ist euch vollkommen frei überlassen. Aber ich würde sagen, bevor wir das machen, spielen wir erstmal ein paar Runden mit Skellige. Und dann machen wir den Übergang. Hey Henki. Hey Hot Grog. Und wir spielen erstmal ein bisschen Vatermorne Raserei. Nördliche. Moin, Schalalala. Das Interessante ist, bis jetzt in dieser Road to Legend spielen wir das meiste gegen nördliche Königreiche oder Nilfgaard. Wir spielen eigentlich so gut, also Syndikat haben wir, glaube ich, noch gar nicht getroffen. Scoyard Hell wird eigentlich auch kaum gespielt, wobei Scoyard Hell eine relativ gute Fraktion zum Anfang ist. Ja, also je nachdem, wie es den Leuten gefällt, aber ich hätte eigentlich gedacht, da hätten wir vielleicht von den anderen Fraktionen ein bisschen mehr. Und das ist eine relativ knorke Starthand. Die behalte ich sogar mal so. Igor für Milfgaard. Am Jim-OP. Okay, wir müssen anfangen. Dann fangen wir tatsächlich mal mit einem Dominiums Cousin an. Oh, got a bad case of rower's back. Ich dachte, du trägst gerade ganz kurz kein T-Shirt wegen dem Hautfarbe. Nein, das ist nicht meine Hautfarbe. Meine Hautfarbe sieht ein bisschen anders aus, die sieht man hier. Aber das ist ein T-Shirt, was ich noch trage. Ich habe mir sogar, jetzt hat er uns blockiert. Die dumme Sau hat uns einfach blockiert. Ich habe sogar später, aber wir wollen ja noch Nilfgaard spielen auf der Rangliste. Ich habe endlich was besorgt hier. Na? So. Left, right, left. Da haben wir das Krönchen für den Usurpator. Jetzt habe ich nur leider wieder ein bisschen Haare, aber endlich konnte man sich die Krone mal holen. Da bin ich extra nochmal heute losgefahren vor dem Stream, weshalb das Ganze auch ein bisschen später angefangen hat. Nur um diese Krone zu holen. Terris, jetzt wird mir heiß auf einmal. Ja, wie soll ich sagen, Terris ist momentan... Ja, es ist schwierig mit ihr. Sie ist wieder zu Hause. Sie ist operiert worden gestern. Operiert halt nicht, dass der Tumor rausgeschnitten ist. Aber das Ding ist halt richtig groß mittlerweile. Wir müssen jetzt, bis die Laborergebnisse kommen, abwarten. Wenn die Laborergebnisse kommen und die sagen, das ist die und die Art von Tumor oder das ist das genau, dann wird behandelt. Und das wird frühestens wahrscheinlich nächste Woche Mittwoch passieren. Was mir leider ein bisschen spät ist, aber es geht momentan nicht anders. Weil Wochenende liegt dazwischen und die Labore arbeiten momentan auch nicht gerade auf Höchstleistung. Möchte ich Dago in dieser Runde schon opfern? Ich denke mal ja. Anhändor! Hallo Official Boss. Aber ja, sie ist momentan wieder zu Hause. Ich habe gestern noch ein Bild vom Tumor gepostet. Für die, die es sehen wollen. Fall overboard and I'm not jumping. Und ich bin ja mal gespannt, wie das Ganze ausgehen wird oder weitergehen wird. Okay. Delirium. Oh, das ist doch perfekt. Kommt man so ausschalten. Moin, Blexien. Aber ja, ich hoffe, dass das alles relativ gut geht mit dir.
Hi Golumonger. Oder Golmonger. Golumger. Golumger. Okay. Blexchen habe ich auch, wenn ich moin Blexchen. Ich glaube aber Blexchen habe ich gerade schon begrüßt. Ich war mir aber nicht hundertprozentig sicher. Okay, wir haben dann zwei Händler. Wir können den Bombenträger ablegen. Das ist eigentlich eine relativ gute Hand für eine lange Runde, ne? Und da ich jetzt nicht wirklich was Besseres noch im Deck habe, bis auf vielleicht noch einen weiteren Zweihänder oder einen Gigaskorpien-Absud, denke ich, dass wir einen Hardpass machen und die lange Runde gegen die Nördlichen spielen. Servus, Pöten, Luz. Attention! Present arms! Ich habe übrigens, Achso, Gollum. Einfach nur Gollum, okay. Dein Arm Gollum. Ja, ist aber auch kein schlechter Name. Okay, ich glaube, so die Hand können wir so lassen. Wir haben ein Wiederbeleben, wir haben zwar nur einen Zweihänder, aber was soll's. Wir können Schiff wiederbeleben. Ich habe jetzt keinen Bombenträger. Gigaskorpien-Absud fehlt mir auch ein bisschen. For King! For Country! For Freedom! Aber mein Gott, was soll's. You've sailed into troubled waters, mate. Okay. Ich habe übrigens, für die, die es wissen wollen, ich habe Blackie noch ein Spielzeug besorgt hier. Was er gerade ganz, ganz lieb hat. Man hört ihn im Hintergrund die ganze Zeit so schmatzen. So ein Katzenminzen-Spielzeug. Da fahren die Katzen übertrieben gut drauf ab. Und wenn ihr es jetzt nicht gesehen habt, der Gegner hat Geralt gespielt. Okay. Was auch interessant ist. So. Er hat noch nicht geschossen, ne? Er hat noch nicht geschossen. Ich werde ihn jetzt trotzdem mal in ein Quake-Schiff wiederbeleben. Weitere Blutung setzen. Hätte den hinten auch wegnehmen können, aber was soll's. Okay, er nimmt die Blutung weg, das ist nicht schlimm. Eine sintrische Verhexerin. May your blade never dull. May your hand never waver. Okay. Ich will den Armbrustschützen nicht auf dem Feld haben. Das heißt, ich hau den jetzt mit dem Don weg. Macht genau 4 Schaden, reicht aus, aber ja. Jetzt hat er das Mäuschen mit runtergenommen und ist vom Kratzbaum gesprungen. Ach, dieser Kater. Und jetzt kämpft er gerade da unten mit dem Ding. Okay, eine Wess. Ich meine, wir haben 3 geschädigte Einheiten. Ich könnte jetzt schon meinen Svan Rieger ausspielen. I shan't let you down. Meine 11 Punkte. Die Frage ist, ob er irgendwas mal schafft, über die oder auf die 9 Punkte zu bringen. Weil ansonsten ist halt unser Dingens relativ doof. Und Vernon. The North, Temeria. Habe ich nochmal irgendwoher 4 Schaden? Ich denke eher nicht, ne? Aber das ist auch nicht schlimm. Ich müsste die nur irgendwie angreifen später. Aber ich werde den schon mal hier ausspielen. Und damit er sich nicht unendlich viele davon rufen kann, werde ich ihm die Reihe hier so ein bisschen blockieren. Blackie, ich mag das nicht, wenn du so nah an meinem Fuß spielst, sonst beißt du mir da noch rein. Wenn ich dich feste pranken könnte, dann würde ich mein Leertas mit Katzenminze einreiben. Moin, Pfeffi. Ja. Draug hinten. Ne, Draug vorne sogar. Okay. Wir hauen dich runter, und wir hauen. Ich glaube, den letzten Schuss hebe ich mir sogar auf. Ich habe noch einen Zerfetzen und ich habe noch einen Wildschweinesee. Ich denke mal, er wird mir jetzt die Einser der aus der Reihe nehmen. Wenn er die Einser aus der Reihe nimmt, kann ich immer noch das Wildschweinesee ausspielen und dann mit dem Zerfetzen beantworten. Oder er nimmt mir das Schiff weg, aber das ist nicht schlimm, weil er kriegt da keine 9. Und das Wildschweinesee wird einfach nur nächste Runde abnormal reinhauen. Ich brauche das Zerfetzen gar nicht.
Es sei denn, der spielt jetzt zuerst in Volmir oder so aus. Oder für Stannis. You stand before Royal Majesty. Okay, holt gleich den Kempen. This harvest will be reaping black clad heads. Dann hau ich erstmal dich an, benutze Zerfetzen. Damit alles wieder schön im geschädigten Bereich ist. Wildschwein der See wird auch absolut zerstören wieder. Ich sollte nur vielleicht vorher mein Schweinchen ausspielen. For this most beautiful of maidens, I shall fight 100 jewels. Wir haben 6 beschädigte Einheiten, das ist immer noch ein 10-Punkte-Schwein. Also für 7 Provisionen gar nicht mehr so verkehrt. Ah, kann man eh. Okay, dann benutze ich jetzt mal meinen Geralt, weil wir haben jetzt eine 9er. So, nächste Runde habe ich noch das Wildschwendesee. Katze liegt momentan immer noch ziemlich matt da, frisst auch momentan ein bisschen weniger als sonst. Okay, schade, kein Radierdeck. Ich hätte Kaffee gerne wieder durchdrehen sollen. Nee, Radierdeck ist es nicht, weil da hat er schon, ich glaube, er hat schon Doppelkopien ausgespielt. Aber ja. Skellige ist immer noch, also wenn man Skellige noch nicht kennt und Skellige wirklich sehr fies sein kann, was man hier sieht und man keine Antworten auf diese zwei hin hat, dann ist Skellige immer noch eine sehr fiese Fraktion. Das ist am Anfang, glaube ich, noch leichter, diese Fraktion durchzubringen als am Ende, aber ja. Man sollte Skellige definitiv am Anfang weniger unterschätzen, als man es vielleicht später tut. Später, wenn man so die Deckstrategien von Skellige kennt, läuft das ganz gut. Jetzt am Anfang ist es relativ, relativ stark. Press those vermin! Ich habe gestern ein Bit gesehen, wo du oft Fehler gemacht hast und trotzdem gewonnen hast. Ja, passiert. Wobei, vielleicht sind es manchmal nicht immer Fehler, sondern eine andere Denkweise. Weil ich auf andere Karten abziele. Aber ich bin nicht so der Raidea-Spieler. Okay, wir spielen nochmal gegen die Nördlichen. Wie gesagt, Nördliche super häufig. Super häufig die Nördlichen aktuell immer. Wieso Gotha? Critical thinking, the sign of a healthy mind. Ah, ein Punkt leider zu wenig. Den kriege ich auch nicht wirklich aus der Reihe raus. Falls er jetzt einen Verteidiger hat, habe ich einen Zerfetzen. Das ist das Ding. Nenneke auch noch. Okay, dann werde ich ihm die erste Runde wahrscheinlich geben. Weil dagegen komme ich nicht an. Und ich denke nicht, dass der Visigoth da irgendwann so hoch geboostet wird, dass es für mich ausreicht. Amt in dein Gesicht. To arms! Okay. Er will den unbedingt vom Feld haben. Vielen Dank für den Host, Schmenz. Mal gucken, wie sehr ihr ihn schützen will. Aber wie gesagt, ich denke, ich werde diese Runde passen. Weil wenn du so gut dann nicht wegkriegst in einer langen Runde, dann kriegst du nicht weg. Und ich habe gerade nicht die Möglichkeiten dafür. Trommler hat er auch noch. Army's a waste of time for one like me. Okay, er boostet ihn sogar nochmal um einen Punkt hoch. Ich möchte jetzt halt auch nichts wirklich wegspielen. Gigaoskorpion absolut war noch ein Versuch, aber ich möchte jetzt nichts wirklich ausspielen und ich würde diese Runde eh nicht mehr gewinnen. Ich liege 23 Punkte hinten. Aber er hat schon relativ gute Karten und ich habe bis jetzt eigentlich nur Gigaoskorpion absolut raus. Also da hat er schon mehr Provision benutzt als ich in der ersten Runde. Okay. Delirium. Svanrige, ein Wiederbeleben. Ich meine, wir haben noch keinen Zweihänder so auf dem Friedhof. Das heißt, ich brauche noch kein Wiederbeleben wirklich. Jetzt haben wir einen Zweihänder gezogen. Die stärkste Karte in meinem Deck ist momentan... Habe ich noch eine 5er? Ja, ich habe noch ein Schiffchen. Aber das Schiffchen zu ziehen wäre tatsächlich nicht ganz so toll. Weil dann hätte ich eine tote Raubflotte. Also lege ich mal noch ein weiteres Schiffchen ab.
Für den Fall, dass ich Raubflotte ziehe. Hätte natürlich auch zuerst Raubflotte ausspielen können, aber danach ist das die Wahrscheinlichkeit, dass ich das richtige Schiff ziehe oder die richtige Karte ziehe, viel zu gering, weil ich habe so viele Vierer. Doppelspiel ist eigentlich mehr für Svan Riege da in dem Deck. Okay. I smell a leak. Dago hätte ich ganz gerne eigentlich noch. Dago und mein Wildschwein der See. Das riesige Wildschwein brauche ich nicht unbedingt. Denke, das ist mir jetzt auch ein bisschen zu unsicher. Noch ein Korsar und Schiff. Kein Dago und kein Wildschwein der See gezogen. Aber egal, wir haben immer noch einen Zweihänder. Wir fangen erstmal mit den Anquetschiffen an. Wir fangen mit dem Anquetschiff an. Wir wahrscheinlich noch ein siedendes Öl haben, oder? Ich kann es leider nicht wiederbeleben. Ich könnte höchstens noch ein weiteres Schiff rufen. Zwei Siebener? Trident! Nein, eine Siebener. Okay. Ich möchte. Die Trident kann ich eigentlich auf dem Feld lassen, weil ich denke mal, er wird sie sehr stark boosten und das wird mir vielleicht helfen, einen guten Geralt zu finden. Eine andere Überlegung wäre jetzt schon, mein Zweihänder auszuspielen, weil ich hinten sowieso angreifen werde. Aber auch nicht gerade alles. Und dann wird er einfach nach vorne spielen. Aber hätte ich auch nächste Runde den Don. Um direkt 4 Schaden zu machen, zuverlässig, falls er jetzt einen Trommler ausspielt. Also denke ich, werde ich es doch machen. Okay. Anna. Anna ist gut. Anna ist sehr gut. Bei Anna kann ich killen. Anna ist in Killreichweite. Danische Ritter. Long live, etc., etc. Ich denke, ich werde den aufhalten, auch wenn er nach vorne geht. Die 2 Schaden macht, aber ich will nicht, dass er sich hochboostet und jetzt ein Zerfetzen ist mir zu früh. Den für den Zerfetzen in die Reihe lassen würde eigentlich auch nur bedeuten, dass er die ganze Zeit Punkte aufbaut. Stärkter Tribok. Ah, erstmal auf den Svan Riege. Ich brauche den Blutdoss. Ich brauche leider den Blutdoss. Ich hätte noch mit dem Schiff schießen können, aber ich heb mir den Schuss lieber auf. Wobei, es hätte mir einen Punkt gebracht. Aber rein technisch kann ich gesehen noch 4-mal schießen. Let's show him what real art is. Okay, und dafür ist zum Beispiel der Schuss relativ wichtig. Full Hände! Um die mit dem Don wegzukriegen. So, jetzt habe ich keine Karte mehr, die Blutwurst braucht. Das heißt, jetzt kann ich einen Zerfetzen anwenden. Und dann den Tribok hinten noch wegschießen mit dem Schiff. The King! For country! For freedom! Ist zwar doof, dass das Ding stirbt, aber es würde sowieso sterben und so kriege ich immer noch die eine Engine weg. Okay. Markamael. Oh, bitte buff ihn hoch, bitte buff ihn hoch. Okay, er bufft ihn nicht hoch. Schade. Ah, ich riskiere den toten Geralt lieber, aber die Hoffnung, dass er ihn noch einmal bufft. Und jetzt die Lirium in die Vorderreihe auszuspielen, wäre einfach nur schlechter für mich eigentlich. I'm not afraid. Fear is a commoner's trait. Spielt natürlich genau. This harvest will be reaping black clad heads. Ja, ich meine immer noch 3 Punkte so. Er muss jetzt unsere 26er mit dem Baron zurücksetzen. Das würde ihm 26 Punkte geben. Und selbst dann wäre er nur auf 49 und es würde nicht ausreichen. Okay. Das heißt, wir haben es geschafft. Vielen Dank für den Host, Yoshi.
Die Decklisten sind alle auf YouTube in dein Gesicht, die meisten. Also das Schub-Deck ist auf YouTube, das Raidea-Deck ist auf YouTube. Alle Decklisten, die hier im Stream gespielt werden, kommen nach und nach auf YouTube raus. Und da findet man die meisten Decklisten, halt auch von den vorherigen Tagen. Lockdown-Nilfgaard. Na, jetzt fängt's aber an. Skalagers Glory! Jetzt fängt's aber an mit Lockdown-Nilfgaard hier. Mein gut, wir haben den Anführer nicht, aber wir können, glaube ich, trotzdem genug schießen, was uns vielleicht einen kleinen Vorteil gibt. So, was will ich in der ersten Runde nicht haben? Ich lege mal ein Dominiums-Langschiff ab. Den Corsair behalte ich. Ein Zweihänder ist ganz gut. Ich denke nicht, dass ich den Ausweidehieb wirklich brauche. Zieh noch einen Ulderik nach. Okay. Und die Hand behalte ich tatsächlich so. Und wir fangen mit dem Unquate-Schiff an. Und boosten das einfach mal nicht hoch. Er kann es dann zwar kaputt machen, aber ich möchte ganz gerne den Corsair boosten, weil ich möchte den nicht auf 9 Punkte bringen. So häufig... Nee, das ist das allererste Mal heute, Yoshi. Es ist aber, glaube ich, das allererste... Oder nee, das ist das zweite Mal insgesamt in Road to Legend, dass wir jetzt gegen Lockdown spielen. Der erste Lockdown-Spieler hat... Der war, glaube ich, relativ früh und hat nicht wirklich... gute Chancen gehabt, aber mittlerweile haben die Leute wahrscheinlich auch wesentlich bessere Decks. Lies geil, wir lies. Dass man sagen könnte, okay. Nie unterschätzen. Definitiv nie unterschätzen. Cards are blowing fair winds the day. Ja, Pikiniere, aber ich kann um die Pikiniere jetzt nicht rumspielen. Also der erste Lockdown-Spieler, das war relativ früh, das war noch ein Neuling. Aber mittlerweile kann ich mir durchaus vorstellen, dass die da mehr zu bieten haben mit Lockdown. Vor allem bei Nilfgaard ist auch immer so die Rüstung nervig. Okay, wir haben das Schiff gezogen. Das haben wir auch noch einmal im Deck drin. Das ist der nächste Pikinier. Yes. Wir haben momentan 1, 2, 3, 4 verwundete Einheiten, ne? Jetzt 5. Hey Heimdall! Lock hattest du mit Monsterdeck, hast den extra Zeilen abgezogen. Come on, Stalkers! We ride! Und wie gesagt, diesmal ist es halt ein bisschen kniffliger, weil die Leute natürlich jetzt auch ein bisschen besser spielen oder bessere Karten haben und besser spielen, weil wir mittlerweile schon auf höheren Rängen sind, ne? Das Problem ist halt, er kriegt auch pro Runde jetzt noch 2 Punkte extra. Ein Punkt extra wegen der Blutung. Zu wenig, Gloire! Denke ich, werde jetzt aber trotzdem passen, weil wenn er passt, dann kommen wir in die finale letzte Runde. Ich möchte halt nicht mit einer Karte runter verlieren, aber ich habe gerade nicht viel mehr, was ich gerade opfern will jetzt. Aber ich spiele noch einen Eindringling. I always find a way in. Okay. Wailman ist raus, Swears ist raus, was schon mal ganz toll ist. Er kann immer noch einen Maskenball haben, aber ich versuche mir deswegen mal vielleicht den Bombenträger zu ziehen. Okay, Doppelspiel holt uns das Manrige. Da haben wir noch ein weiteres Schiffchen. Ein Wiederbeleben gefällt mir auch ganz gut. Der Zweihänder ist natürlich ein kleines Risiko. Ich denke, ich werde auch Geralt nicht gegen Nilfgaard brauchen, weil die boosten sich meistens nie so stark hoch. Okay, wir ziehen noch einen Dagor nach. Was ist jetzt die stärkste Einheit aus meinem Deck? Das Manrige war das, ne? Ja, ist jetzt die Frage, was werfe ich weg? Ich denke, ich werde einen Zweihänder wegwerfen. Weil zur Not kann ich den auch wiederbeleben. Und Nilfgaard kann die sowieso blockieren. Was ist eigentlich momentan das solideste Syndikat-Deck? Bin da gerade am Sammeln. Passiflora mit Blutgeld oder Gord mit Aufkommen sind die zwei Favorite-Decks diese Season. Aber Syndikat im Allgemeinen wird sehr wenig gespielt. Von daher musst du überlegen, ob du spielen willst oder nicht, ne? Okay, wir holen damit einen Don raus.
Wir müssen anfangen. Ich habe eine ganze Menge Möglichkeiten zum Schwächen. Ich hätte eigentlich ganz gerne das Wildschwein der See. Ich glaube, ich brauche den Korsar nicht. Okay, Don wurde gezogen. Das heißt, jetzt haben wir eine Menge Vierer und nee, eine Fünfer haben wir noch. Aber ich werde trotzdem mal das Doppelspiel ablegen. Jetzt hier noch ein Zweihänder. Hätte besser, aber hätte auch schlimmer sein können. Hätte auch schlimmer sein können. Die Frage ist halt, was er noch hat. Ich habe extra den Bombenträger jetzt mal behalten, in der Hoffnung, dass er vielleicht eine Maskenball spielt, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Aber wenn er jetzt keine Möglichkeiten hat, diese zwei Schiffe loszuwerden, dann ja. Frage ist, was will ich jetzt wiederbeleben? Ich kann den Korsar wiederbeleben, theoretisch. Aber wenn er Soldaten spielt, kann er leicht drei Schaden machen. Also opfere ich tatsächlich erstmal einen Zweihänder, glaube ich. Das Ding ist nämlich, ich kann Dago nicht sicher ausspielen. Und wenn ich jetzt einen Zweihänder ausspiele, denkt er sich vielleicht, okay, ich habe einen Turnierteilnehmer, ich opfere den auf einen Zweihänder, den will ich nicht auf dem Feld sehen. Oh, kommt drauf an, was er spielt. Aber es ist trotzdem möglich. Ich glaube, Passiflora Blutgeld habe ich noch nicht hochgeladen, Pfeffi. Ich hatte höchstens Gord gespielt, aber Gord spiele ich mittlerweile auch schon wieder in einer anderen Ausführung. Ne? Ansonsten gab es irgendwann mal einen Meta-Report und da kannst du, wenn du Lust hast, nicht reingucken. I never miss, even at full gallop. Okay. Ah, die Rüstung macht mir halt relativ schwer zu tragen. Die Rüstung der Armbrustschützen ist sehr nervig, weil die die ganzen Schaden abfängt. Aber sieht mir eigentlich nach einem Lockdown-Soldatendeck aus, was er spielt. Albrich. I live to serve. Okay. Ich werde auf jeden Fall mal den hier hinten weghauen. Aber ich werde auch noch eine Runde warten, da glaube ich. Ich sollte vielleicht da erstmal die Rüstung entfernen. Oder ich spiele jetzt erstmal den Dago aus. Weil er hat bis jetzt keine Möglichkeit gehabt, den ein, zwei Hindern zu entfernen. Also warum soll er dann Dago jetzt entfernen können, ne? Und dann kann ich immer noch mit Ulderic, Gigaskorpiden, Absud und so richtig viele Punkte machen. Okay, trifft noch eine Entscheidung. Wahrscheinlich Kriegsrat oder so. Wahrscheinlich Kriegsrat oder so. What is it you want? Raidea, okay, es ist ein Raidea-Deck auch. For you a very special item I have, a surprise. Und der lockt natürlich Dago down. Ja, das war in der Meta-Folge, habe ich das Deck gezeigt, Pfeffi. Aber ich habe es selber noch nie als Folge gehabt, weil ich habe andere Sachen gespielt. Okay, Kapitulation. Wir haben trotzdem zwei geschädigte Einheiten, das heißt, Ulderic hat sofort den Seal-Effekt. Ich werde auf jeden Fall den Feldwirbel wegnehmen für Punkte und werde meinen Zweihänder mal vorne hochbuffen. Weil ich denke, der wird in naher Zukunft mehr Boost abkriegen, gerade weil ich auch den Don vorne ausspielen werde. Und ich brauche jetzt immerhin noch eine letzte geschädigte Einheit. Damit mein Zwanriege auch wirklich funktioniert. Und ich hoffe, dass er das Schiff mit der nächsten Karte nicht rausnimmt. Okay, das ist gut für mich. Das heißt Zwanriege. Delirium sorgt vorne oder hinten jeweils für noch mindestens 5 Punkte Schaden. Okay, also ich werde sie hinten ausspielen. Ich werde Delirium hinten ausspielen, aber ich werde erstmal den Don ausspielen. Vollhänder! Wird der vorne und der hinten gleichzeitig gebufft. Ja, das Wildschwein der See wäre jetzt natürlich noch Premium, aber ich habe es leider nicht gezogen. Ne? Vielleicht sollte ich Delirium doch vorne ausspielen.
stars contend, you shall be victorious. Ich glaube, ich spiele Delirium doch vorne aus. Oh, ich hoffe einfach, dass da kein Gigni mit dabei ist. Ich hoffe irgendwie, dass da kein Gegner mehr ist. Hey, I hate Shelly. Hast du einen Tipp, welche eine gute Karte Alternative zu Avalach in einem Deck wäre? Wir spielen nicht das Deck, was du wahrscheinlich denkst. Wir spielen einfach nur World to Legend. Also das ist unser Starter-Account. Ich werde trotzdem vorne machen. Ich hoffe mal nicht. Oder ich hoffe, okay, ich treffe die Rüstung. Das ist gut. Weil der eine Punkt sorgt dafür, dass ich hier nur 9 Punkte kriege. Und das hilft mir weiter, dass ich nicht eine Gera Ligni reinspiele. Okay, wir haben beide einen Bombenträger. This could hurt. Okay, trotzdem gewonnen. Avalach auszutauschen ist halt schwer. Avalach ist halt eine der wichtigeren Karten. Also gerade der Wettereffekt, wenn du die zwei Hände sicher ausspielen willst. Nee, es ist das World to Legend Deck. Es ist nicht das normale Greatsword Deck. Das ist nur das, unser Starter Deck. Avalach ist halt schwer, weil du willst den Wettereffekt haben, dass du, wenn du einen zwei Hände ausspielst, der direkt auf 6 Punkte kommt. Dass du die Karte halt ein bisschen geschützt hast. Weil viele Karten machen 4 Schaden, aber nicht so viele machen 6 Schaden. Da ist die Auswahl schon begrenzter. Ist halt schwer zu sagen, was du für Avalach reinnehmen kannst. Weil der ist eigentlich in den meisten Fällen immer gesehen. Die meisten packen vielleicht den Skellige Sturm gegen den Zerfetzen oder sowas raus, ne? Skellige Sturm ist sowieso schon in den Deck drin, Yoshi. Also in den normalen Zweihänder-Deck. Aber Avalach raus. Ja, ich tue mich da schwer. Ich tue mich da wirklich schwer. Im Prinzip kannst du statt Avalach, wenn du ihn nicht hast, irgendwas anderes reinnehmen, was vielleicht eh nicht 10 Provision kostet. Aber Avalach ist eigentlich eine sehr wichtige Karte, finde ich, in dem Deck. Also ich würde ihn ungern raustun. Skellige Sturm kann man rausmachen. Kann ich mich noch überreden lassen. Für einen Zerfetzen oder so. Aber Avalach. Vielleicht, wenn du den Zerfetzen spielen willst, dann spiel statt Avalach eine Tristelekinese und damit einen weiteren Zerreißen-Effekt. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber wie gesagt, dir fehlt halt die Möglichkeit, die Zweihänder instinktiv hoch zu boosten durch den Regen. Und das ist das Schlimme. Weil viele Decks werden die Zweihänder einfach nur wegschießen. Okay. Ah, Blackie wurde gestreichelt. Okay, wir spielen gegen TIE Fighter. Könnte ein ähnliches Deck sein. Mit Verschnauspause. Könnte aber auch ein Gadinave Deck sein. Ich möchte definitiv Wiederbeleben ablegen. Das brauche ich nicht in der ersten Runde. Damit ziehe ich jetzt immer noch ein Schiff raus. Wobei ich habe beide 5er Schiffe auf der Hand. Das heißt, ich ziehe den Don raus. Was mir aber allerdings eine bessere Möglichkeit gewährt. Ich habe ein Schiff von denen. Ich brauche nur einen Corsair. Und ich denke, ich lasse die restliche Hand so erstmal für die erste Runde. Okay. Also, wir können, wir wollen uns noch ein neues Deck machen heute. Die Frage ist, was wollen wir spielen? Nilfgaard oder Squirtle? Ihr könnt dafür natürlich abstimmen. Und dann werden wir halt dieses Deck auch noch spielen. Jetzt muss ich mal ganz kurz, wo ist mein Dominions Corsair? Hier ist mein Dominions Corsair. Blackie ist nämlich gerade einfach so auf den Tisch gekommen. Aber es ist auch gleich 20 Uhr, oder ne? Ja, ist bald Katzenfütterungszeit. Ist bald Katzenfütterungszeit. Hier, nochmal für Yoshi. Ja, du. Also, wir haben die Auswahlmöglichkeit zwischen... wir haben die Auswahlmöglichkeit zwischen einer Nilfgaard-Fraktion oder zwischen Squirtle, weil das sind die letzten beiden Fraktionen, die wir noch gar nicht gespielt haben. Und da dürft ihr entscheiden. Ich könnte auch einen Strawpoll machen. Aber sucht's euch aus. Ist mir egal eigentlich. Ja, die möchte ich eigentlich nicht wirklich auf dem Feld haben. Ich kann jetzt halt auch einen Dago ausspielen, aber ein Dago wird... Ich kann auch einen Zweihänder ausspielen erstmal. Der kriegt zwar 2 Schaden, aber ich krieg den noch einmal hochgeboostet. Was soll's. Nilfgaard scheißt auf die Filthy Elfen. Okay. Den möchte ich natürlich nicht auf dem Feld wissen. Hey, kriegt zwar jetzt mit jeder Karte, die ich ausspiele, 2 Punkte Schaden. Aber dadurch, dass wir auch ein Schiff haben, kriegt er auch mit jeder Karte, die ich ausspiele, 1 Punkt. Okay. Wir haben 1, 2. Ich mach mal, glaube ich, nach dem Match.
Wir werden das nach der Pause. Wir werden uns nach der Pause das neue Deck machen. Das heißt, wir werden jetzt bis zur Pause, bis 20 Uhr circa, werden wir hier weiterspielen mit den Fraktionen, die wir gerade haben. Mit den zwei Händler. Es hätte doch nur ein Schuss mehr auf dem Zweihänder sein müssen. Es hätte doch nur ein Schuss mehr, aber jetzt kann er morgen. Jetzt kann er morgen. Okay, er passt. Okay. Bei Ceres ist soweit alles gut. Sie ist noch ein bisschen matt, aber sie ist halt momentan angeschlagen. Aber ja, das Ding ist immer noch nicht draußen. Und wir müssen halt abwarten, bis die Laborergebnisse kommen. Okay, wir haben schon mal einen Geralt, das ist relativ gut. Wir haben einen Ausweidehieb. Ich habe noch ein Schiffchen. Zwei Händler, denke ich mal, werde ich versuchen, dieser Runde nicht auszuspielen. Wildschwein der See. Ich würde ihn eigentlich ganz gerne versuchen, in die kurze Runde zu drücken. Weil mit der Anführerfähigkeit einer kurzen Runde und zwar in Rega haben wir eigentlich in der kürzeren Runde noch ein bisschen bessere Chancen als er. Ist natürlich ein sehr riskantes Unterfangen, weil es eine Mirror-Matchup ist, aber wir versuchen es. Arm Guardian. Okay. Dagur legt jetzt schon mal so ein bisschen sein Schiffchen auch lahm, weil immer wenn es schießt, kriegen wir einen Punkt dazu. Die ist momentan noch matt. Die frisst auch momentan nicht so viel, trinkt auch momentan nicht so viel. Ich habe das Gefühl, dass er momentan sehr überwältigt ist. Oh, er hat sogar schon den Hemmen. Winds hurl, waves crash. Wie viel? Wir haben 3 verletzte Einheiten. Das könnte ich maximal um... ich könnte es halt auch noch auf 8 Punkte boosten. Jetzt wird es sich halt um 3 Punkte boosten oder um... Ja, 3 oder 3. Ah, 7 Punkte wert. Ich habe sowieso nichts Besseres diese Runde. Arm Dolly. Den Ausweidehieb hätte ich ganz gerne noch für einen Zweihänder auf seiner Seite oder Dagur. Okay. Dafür hätte ich ganz gerne noch den Ausweidehieb. Ein Korsar. You've sailed into troubled waters, mate. Okay, er schifft sogar beide Schiffe weg. Ich krieg noch eine Blutung, aber ich werde jetzt passen, weil das ist ein gutes Passfenster für mich. Er muss noch eine weitere Karte ausspielen. Wildschwein der See opfert er sogar. Okay. Bei den Kanalpunkten bei Fraktionswahl kann man sich da auch das Deck aussuchen, oder? Nee, also du... Also ja, wir haben bei Fraktionsauswahl, wir haben gesagt so, man kann sich die Anführerfähigkeit mittlerweile auch noch aussuchen. Aber das Deck explizit nicht, sondern nur die Anführerfähigkeit. Aber die wird erst am nächsten wirklichen Ranked-Tag gespielt. Und wenn es halt eine schlechte Anführerfähigkeit ist, dann machen wir uns ein Meme-Deck draus und machen das im Unranked. Weil ich kann leider nicht alles wirklich sehr gut spielen in normal, sag ich mal. Wieso? Hast du dran gedacht, ein Deck zu schicken und zu sagen, das soll ich spielen? Ich meine, das könnte man ja auch irgendwo mal einbringen, ne? Aber wie gesagt... Oh, er belebt was wieder. Er belebt einen Zweihänder wieder. Na, da bin ich ja mal gespannt. Vielen Dank, Spicy, für den Twitch-Follow. Fürstlicher Erlass. In den Defender.
I could do this all day. Ah, der Defender macht mir schon einiges an Problemen. He is here. Und die einzige Möglichkeit, wie ich jetzt habe, den wegzuhauen, wäre mit Ulderik. Und ich hoffe, dass mir Ulderik nicht weggenommen wird. Weil ohne Ulderik habe ich nicht die Möglichkeit, den Verteidiger wegzunehmen. Okay, er hat einen Gigaskorpin-Absud. Das ist ein GG. Gods protect us. Oh, er hat kein Gigaskorpin-Absud. Einen weiteren Zweihänder. I once lopped off three heads with one blow. Zwei Gigaskorpin hier rauf. Und ja, anders geht's nicht. Ich kann leider nicht alles wegnehmen. Ich meine, er kann auch ein Schiff beschwören, aber ich werde jetzt erstmal eh alles nach hinten ausspielen, was nach hinten ausspielbar ist. Die sich nicht so hoch buffen. Ah, er holt den Hammond wieder. Ja, und den Verteidiger wieder. Ja, Verteidiger komme ich nicht vorbei. Who's next? Any of you's got the courage? Blood washes away all shame. Ich meine, das ist das Beste, was ich machen kann, dadurch boosten sich seine Zweihänder nicht. Aber ich fürchte fast, mein Geralt wird eine tote Karte. Ich denke auch noch, dass er einen Morg oder sowas haben wird, aber der wird nur hinten. Okay, Dagu hat er natürlich auch noch. Ich meine, Verteidiger komme ich nicht vorbei, also kann ich den Geralt auch hinten ausspielen. So, seine letzte Karte wird jetzt ein Morg sein, nehme ich an. Skellige Sturm sogar, okay. Damit hätten wir aber, glaube ich, trotzdem noch gewonnen, oder? Wir treffen hinten 4, vorne 3. Ja. Aber wie gesagt, ich glaube, in der langen Runde hätten wir gegen Skelly gestorben und Co. Hätten wir ihn nicht geschlagen. Dass sein Verteidiger natürlich wiederbelebt hat, war etwas ungünstig für uns. Aber gut, ja, es war ein Versuch wert. Es war ein Versuch wert. Monster. You've got the heart of an Lecky, das gefällt mir nicht, wenn du dich da so auf die Leertaste rollst. Ich hoffe, du liegst nicht drauf. Okay, wir haben zwei Wiederbeleben, die brauche ich nicht in der ersten Runde. Dominions Kriegsschiff ist ganz toll. Ich hätte ganz gerne eigentlich einen Zweihänder. Hiermit holen wir uns zwar einen Riegel raus, aber wenn ich den Zweihänder nicht kriege, kriege ich den Zweihänder halt nicht, ne? Ausweidehieb lege ich mal noch ab. Das heißt, wir setzen in der ersten Runde ein bisschen mehr auf Schädigen. Sailed into troubled waters, mate. Okay. Skulltail und Nilfgaard, genau. Die beiden. Syndikat könnte man theoretisch auch rüberlegen, aber Syndikat, wie gesagt, da braucht man eine ganze Menge Fässer, weil du hast bei Syndikat einfach kein Starterdeck und das ist, glaube ich, das größte Problem. Okay, er spielt die vorne aus. Das ist gut für mich, weil dann kann ich ihm hinten die Larven wegnehmen. Und wenn er was Besseres ausspielt, gebe ich meine Blutung, weil ansonsten verschwende ich da was. Auch wenn die Karte sich immer wieder hochgedeiht, ich weiß, es lohnt sich nicht. Aber nächste Runde spiele ich Schiff, da ist der Timer dann sowieso wieder runter. Also von daher ist das vollkommen in Ordnung. Man muss die Karten ja auch irgendwie in den roten Bereich bringen. Das ist aber auch, das ist genau der Grund, warum sie das gemacht haben, Guardian. Syndikat ist eine Fraktion, die ist nicht so leicht zu spielen. Und sie wollen halt nicht, dass die Neueinsteiger denken, oh, Syndikat ist so eine coole Fraktion. Ich spiele jetzt Syndikat und dann sind die halt maßlos enttäuscht, dass es nicht funktioniert. Also ich kann das dahinter schon verstehen, warum sie gesagt haben, Syndikat wollen sie nicht für Neueinsteiger bieten. Syndikat ist halt wirklich eine Fraktion, die ist eher auf die höheren Spieler zugeschnitten. Und die wird eigentlich auch meistens nur auf höheren Rängen gespielt. Das war in den meisten Fällen so. Und da ist sie dann auch so eine problematische Fraktion. Aber so für die niedrigen Ränge... Ich bin froh, dass sie kein Startdeck für Syndikat gegeben haben, weil sonst würden vielleicht Leute in Versuchung kommen und wären erstmal mega frustriert.
Okay. Problem ist, ich krieg nur wirklich kaum blutende Einheiten gerade zusammen. Meine Schiffe habe ich schon ein bisschen verschwendet. Ich meine, ich habe immer noch die Unquaid-Langschiffe. Ich habe immer noch Dagur, ich habe immer noch Geralt. Und gerade gegen Monster ist Geralt eine ganz gute Karte. Aber ja. Ja gut, Geheimversteck ist so die Anführerfähigkeit, die hat so die Karte dann doch relativ leicht gemacht. Aber jetzt merkt man, wo Geheimversteck verschwunden ist, wird es weitaus weniger gespielt als Fraktion. Okay. Ich denke mal, das riesige Wildschwein werde ich nicht brauchen. Das Problem ist halt, die Monster gedeihen halt sehr häufig hoch. Geralt ist noch eine relativ tolle Karte. Ich würde natürlich ganz gerne einen Zweihänder behalten. Was hole ich jetzt? Was ist die stärkste Einheit aus meinem Deck? Eine random Vierer-Drop-Karte. Das ist mir eigentlich zu unsicher. Das heißt, ich lege mir noch das Doppelspiel ab. Okay. Ich denke, Bombenträger kann ich jetzt nochmal wegwerfen. Weil selbst wenn Monster mit einem Artefakt spielen, mit einem Frightener oder so, dann ja, ist es, werde ich den Bombenträger sowieso nicht behalten. Wir gehen die ganz lange Runde. Drowner. Okay. Alles, was verschieben kann, ist gut, wenn es früher rausfällt. Und dann fangen wir eigentlich nur die Ertrunkenen ein. Weil ansonsten könnt ihr unseren Dagu halt damit nutzlos machen. So, Schwein haben wir wieder gezogen. Weiterer Zweihänder ist ganz gut. Ein Wiederbeleben für ein Schiffchen gefällt mir. Schwein will ich nicht haben. Damit ziehen wir mir zu random. Ein Ausweidehieb. Na, uns fehlt wieder Wildschwein und uns fehlt wieder Dagur. Aber ich denke mal, wir werden trotzdem noch relativ gut klarkommen. Weil wir haben ja noch ein Unquaid-Schiff. Können uns sogar ein Korsar wiederbeleben, ich weiß nicht, aber der ist halt leichter wegmachbar. Ich weiß nicht, ob er irgendwelche Angriffskarten spielt. Einschüchterer Artefakt ist eigentlich gar nicht mal so verkehrt, weil Monster haben leicht die Möglichkeit, drei Karten von sich selber zu fressen. Das einzige Problem, was ich mit dem Einschüchterer Artefakt habe, ist einfach nur, dass es, wie soll ich sagen, momentan wird von jedem Pro-Spieler eigentlich in den Decks ein Bombenträger gespielt, weil Nilfgaard immer noch mit Maskenball in den meisten Fällen anzufinden ist und auch Syndikat häufig noch Passiflora spielt. Das heißt, in den meisten Fällen wird ein Bombenträger trotzdem noch gespielt, weil das sind einfach zwei sehr starke Karten und zwei Decks, die kann man damit relativ gut aufhalten. Also finde ich momentan vielleicht nicht unbedingt die beste Karte. Stay beneath the sun. I once lopped off three heads with one blow. Ich spare mal meinen Anführer noch für die nächste Runde auf. Ist halt jetzt nur wichtig, erstmal die zwei Hände so ein bisschen zu verteilen. Damit er vielleicht noch in die Reihen reinspielt. Er kann auch ruhig noch einen Zweihänder kaputt hauen. Wenn er einen jetzt kaputt haut, okay, er spielt hinten den Höhlentroll aus, ne? Höhlentroll ist wieder so eine Karte, da komme ich einfach nicht dran vorbei. Das heißt, ich nehme mal hinten den Platz weg. Dass er weniger hinten ausspielen kann. Aber es sind Monster, die können die Karten sowieso fressen. Ein Jigen. Ich meine, ich könnte. Der Ausweidehieb macht 6 Schaden. Ich könnte noch am Höhlentroll vorbeikommen, ne? Und den Jigen wegräumen. Don macht 4 Schaden. Aber ich denke, ich würde es dann auch eher mit dem Schiff machen bei dem Jigen. Und ich denke, der wird sogar noch vorher gefressen werden, damit der Gegner sich einfach die Punkte safen kann.
Ja, die Verteidiger kommen langsam immer und immer mehr. Wir brauchen unbedingt unseren Reiniger an dem Deck, ansonsten haben wir ein relativ großes Problem. Ansonsten haben wir bald ein relativ großes Problem. Okay. Sehe ich das eigentlich richtig, dass im Discord noch niemand sein Deck gepostet hat, oder muss man das erst später? Musst du noch nicht machen, weil wenn du das Deck postest, Master, dann ist das Deck schon fest. Dann kannst du das Deck nicht mehr ändern. Viele Leute nehmen sich noch Zeit und probieren noch aus. Also ich werde heute Abend nach dem Stream mal ein paar Regeln posten. Deckabgabe Deadline ist der, das Turnier ist am 29. Das heißt, am 28. ist die Deckabgabe, ist die Deadline. Ich sehe nur noch Meme-Decks auf Pro-Rang. Macht jemand anfangen, Weidler? Ja, Weidler ist halt auch eine Überlegung wert, aber wir werden Skellige sowieso nicht mehr so viel spielen, sag ich mal. Ne? Okay, er hat den auf 7 Punkte runtergehauen, anstatt hinten einen auf 7 Punkte zu buffen. Was auch interessant ist. So. Mordrin Freyr ist patient, aber sie brooks no insult. Damit kriegen wir nämlich den Jäger noch weggehauen. Nächste Runde mit dem Zerfetzen. Das macht zwar hinten ein bisschen weniger Punkte, aber dafür nimmt es ihm eine 13er weg. Also du könntest aber vielleicht noch irgendwie eine neue Karte ziehen, ne? Master der Mill. Also von daher wird dann immer noch ein bisschen aufgehoben. Okay, er frisst sogar den Bagess, den Jigen. Aber das ist so das Ding. Jetzt kann ich halt sagen, okay, dann kann ich auch vorne was anhauen. Und Geralt nimmt ihm immer noch eine 17-Punkt-Karte weg. Also Geralt alleine ist schon 20 Punkte wert. Zerfetzen vorne momentan auch noch was. Defender habe ich mit einem Hieb und mit einem Donner wegbekommen, Guardian. Okay, Geralt macht sogar noch 22 Punkte an Schaden. Sein, jetzt kommt wiederbelebender Verteidiger. Nein. Okay, erstmal den Geralt. Damn it. Den Hund weg. Schieße hinten nochmal den Oswell an. So, jetzt kommt's. Was ist seine letzte Karte? Was ist unsere letzte Karte? Ist Zerfetzen. Ich würde hinten nochmal 5 Karten treffen. Das wäre doch schon mal ein 5-Punkte-Boost. Würde hinten allerdings 2, 4, 6, 7 Schaden machen. Hat er sich jetzt noch was Schlechtes aufgehoben? Oder hat er, wenn er noch eine gute Goldkarte hat, hat er gewonnen. Ein Parasit, 6 Punkte. Okay, das ist sogar gut für uns, weil damit kriegen wir mit Zerfetzen mehr Punkte. Knappes Ding. Knappes Ding. 4 Punkte. Ja, wir hatten leider schon in der ersten Runde ein bisschen zu viel Angriff rausgespielt, hatte ich so das Gefühl, ne? Ach, Menno, der Arme. Ach, der hat sich sehr gut geschlagen, das muss man wirklich sagen. Also 4 Punkte. Ich glaube, hätte er ein paar andere Moves gemacht, hätte er zum Beispiel den Hund nicht so hoch gefressen, dann hätte er sogar gewonnen, weil der Hund hatte ja nochmal extra dadurch 5 Punkte bekommen. Und das sind jetzt die 5 Punkte, die ich mit dem Geralt noch wegnehmen konnte. Ne? Also hätte er mit dem Hund nicht gefressen, hätte er die Speerspitze so auf dem Feld gelassen, dann hätte er es trotzdem noch geschafft. Also er hätte uns leicht besiegen können. Ja? Aber es ist halt immer so ein bisschen das Manöver. Und ja, also fressen, ich würde sowieso nicht gegen Skellige fressen, weil im späteren Verlauf des Spiels kriegen die einen Morg und dann hast du einfach noch, dann wäre es noch mehr Punkte Unterschied gewesen, ne? Die Games auf dem Smurf-Account sind knapper als auf dem Pro-Rang. Nicht unbedingt Guardian. Also 4 Punkte oder so ist auch ein knappes Spiel auf der Pro-Ladder und da hatten wir auch schon einige diese Season. So, Siegesträhne, Rang Nummer 12. Und wir kriegen noch einen weiteren Belohnungspunkt. Ich möchte aber eigentlich ganz gerne... Ach, wir kriegen ja auch momentan 75% mehr Erfahrung, weil wir Skellige spielen, ne? Das ist mir gar nicht aufgefallen bis gerade eben, weil wir schon wieder einen Level-Up hatten. Das ist aber schön. Okay.
Die Sache ist jetzt, ich habe drei Erz. Drei Erz sind hier 200. Gut, ich hole mir mal für diese drei Belohnungspunkte, hole ich mir mal noch das Erz. Jetzt haben wir 2000 Erz. Das heißt, wir können uns gleich noch ein neues Deck machen. Ich werde mal ganz kurz für die Pause, wie gesagt, ich muss ganz kurz Katzen füttern. Das kann ein bisschen dauern, so 10 Minuten. Vielleicht auch ein bisschen länger, weil ich muss wieder Medizin geben. Und ja, die Katze strebt sich immer noch sehr stark gegen die Medizin. Also Blacky kannst du es ruhig geben, aber bei Ceres ist es halt so, die will das nicht. Ich mach mal ganz kurz einen Straw Poll. Dann könnt ihr euch aussuchen, welche Fraktion wir als nächstes spielen. Okay, und für die machen wir uns dann 20 Fässer auf. Interesting. Could be material for a ballad, that.